Schön, Dino. Fokussiert, konzentriert. Oh, Ashley Mann, fast mit seinem dritten Assist vom Spiel. Der HCD-Verteidiger David Barandun spielt Eishockey. Für einmal aber nicht selber auf dem Eis, sondern an der Konsole. Das ist ein Zweier. Ja, der Reiz beim Game ist sicher, dass ich ein bisschen abschalten kann, ein bisschen von der Auswahl abschalten kann, ab und zu mit den Kollegen zusammenspielen. Macht eigentlich auch immer Spass. Und hey, zum Beispiel beim Manager ist halt, ja, du spielst halt genau die Sportart, die du als Beruf ausübst. Da kann man sicher ein, zwei Sachen ab und zu abschauen. Wie der Spengler Cup dieses Jahr wegen Coronavirus ausfällt, zum ersten Mal seit 64 Jahren, haben sich die Organisatoren etwas Spezielles einfallen lassen. Not macht erfinderisch, der Spengler Cup wird zum ersten Mal virtuell durchgeführt. Mit den gleichen 6 Teams, mit dem gleichen Spielplan. Oh, er geht wieder. Und mit dem Yannick Frener und dem David Barandun probieren sich auch zwei HCD-Akteure an der Konsole. Sie treten in einer internen Qualifikation gegen hunderte von anderen Gamer an, die sich für das Team HCD entschieden haben. Der Beste von ihnen kann dann am virtuellen Spengler Cup Gelb-Blau vertreten. Ja, der Druck war sicher rum, aber ich glaube, es war sicher auch der Grund, um den Spengler Cup ein bisschen zu promoten, um den Leuten zu zeigen, dass sie da mitmachen können. Und ich glaube, es hat am Schluss hat es echt Spass gemacht. Vor allem, wenn einer einen Fehler macht, dann ist man noch ein bisschen hässiger drauf. Also, wenn es irgendeiner ist, dann ist es ja, gleich. Aber wenn man sie dann schlussendlich auch noch kennt, dann ja, ist es schon speziell. Vor allem mit dem eigenen Spieler. Ja. Und gerade mit dem eigenen Spieler hat der 22-jährige Stürmer eine grosse Überraschung erlebt. Im Spiel war er nämlich plötzlich in der ersten Sturmformation. Darum natürlich ein besonderes Augenmerk auf den eigenen Spieler. Vielleicht ja sogar da und dort ein extra Trick für das Selbstvertrauen. Schön! Wie wir es gelernt haben, Rim. Ja, nein, also so gut ist der Spieler leider nicht, dass ich den gross versieren könnte. Es war einfach jetzt Zufall, es war in der ersten Linie. Da tue ich natürlich nie widersprechen oder habe ihn gerade reinlassen. Und ja, er hat, glaube ich, sogar gepunktet. So ein Kleiner träumt man immer, wenn man ein bisschen am Game ist, zuhause mit ein paar Kollegen, dass man mal in einem Videospiel drin ist. Und ich glaube, ich finde es eine recht coole Sache, dass ich jetzt da drin bin und mit mir ab und zu spielen kann. Auch wenn ich am nicht im Line-Up bin. Aber ja. Aber letztlich geht es auch auf der Konsole, genau wie im richtigen Hockey, drum zum Gewinnen. Der David Barandun gewinnt die ersten 2 Quali-Matches und scheitert erst in der 3. Runde. Genau gleich wie der Yannick Frener, der sogar so gut gespielt hat, dass sein einziger Gegner plötzlich aufgegeben hat. Aber auch der HCD-Stürmer muss in der 3. Runde zusammenpacken. Nein, so blöd! Wirklich zufrieden, ja, bin ich schon nicht. Aber ich habe schon gewusst, dass ich nicht so gut bin und dass wenn mal einer kommt, der wirklich gut ist, dass es dann scheiter aussieht. Aber ja, ich habe es wirklich nicht einschätzen, was es genau ist. Und in den letzten Jahren ja, haben wir auch nicht so viel gespielt. Und jetzt, ja, ich habe jetzt schon wieder ein bisschen mehr gespielt aufs Turnier hier, aber dort hat eigentlich noch alles gut ausgesehen. Jetzt ist es leider schon vorbei. Ja. Schade. Weder der David Barandun noch der Yannick Frener ist der Gewinner. Der tritt dann am Samstag beim Eispengler Cup gegen die 5 anderen Mannschaften Kanada, Ambri, Vars Kazan, Sparta Prag und Coco Kuvoda an. Am Gewinner vom Turnier winken dann am Schluss 6'000 Franken Preisgeld. Aha. Fertig für heute. Nein, ist fertig. Also, gratulieren.